mild und bekömmlich. Das kann nichts anderes sein. Ah ne, das kann nichts anderes als die sagenumwobene Taubenmischung sein. Verständlichkeit ist wichtig. Oh ja. Danke. Bitte. Ah, Eugen. Eugen, Eugen. Ich hab schon wieder einen Kofi. Ich bah! Mann! Warum so wack? Ach Mist, das ist doch doof. Was soll das? Okay. Was wollte ich noch? Oh! Pingi, willst du nicht vielleicht eine Einladung haben? Komm schon! Nein, nein, ich will was von dir! Weißt du, das Ding ist, die beschweren sich immer, oh, du sagst ja, also willst du nicht auch mal was sagen? Aber wenn ich mal was will, ne, dann lassen sie einen nicht. Was für eine Doppelmoral ist das denn? Das ist der Indianer gespaltene Zunge oder was? Boah, Kind, Alter. Weißt du, dann schmeiß ich die scheiß Einladung eben weg, ist mir auch egal. Dieses neue Outfit ist hässlich. So, auch wenn es ein Geschenk war, aber es ist einfach nur, ist ekelhaft hässlich. War fast schon gemein, aber es ist auch die Wahrheit irgendwo. Das Blaubonbon, ja, das ist schön. Ich habe null Ahnung, was ich mit diesen Bonbons an Halloween soll. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen, würde ich sagen. Oh, und das ist ja ziemlich viel Schrott. Den kann was ich gelesen... Ich meine, das könnte ich mir auch gerade nur einbilden, aber was ich gelesen... Was ich meine gelesen zu haben, fangen wir so an. Ist das, wenn man an Halloween keine Bonbons hat, dass die anderen Einwohner dann random ein Item aus dem Inventar nehmen. Und deswegen werde ich, weil ich jetzt direkt zu Halloween vorspule, deswegen werde ich jetzt alle meine Sachen bis auf die Bonbons ablegen. Vielleicht sogar mein Geld. Ich weiß nicht, ob ich habe keine Ahnung. Vielleicht können die auch gar keine Items nehmen und ich bilde mir das ein, aber ich... Weißt du, ich meine, ich hätte irgendwas gelesen in die Richtung. Keine Ahnung. Ich meine, wenn irgendwas Dickes irgendwo im Wasser ist oder so, dann ja, habe ich ja Pech gehabt. Oder, warte mal, was ich auch machen könnte, ich könnte meine Dingens-Items hier in Briefe tun. Als Geschenke, das wäre vielleicht auch eine Option. Wo sind die Bonbons hier? Und wow, ich habe nur 4 Stück, das ist ja schlecht. Scheiße, okay. Dann mache ich das mal. Das geht leider nur draußen, weil ich eine Sache noch anhab. Okay, komm. Nein, Moment, die Taste war's. Ich würde nur gerne ab nach oben zur Musik. Zur fetten Mucke. Oh yeah. Ist halt wirklich geil. Ich fahr total drauf ab auf den Sound. Hörst du den Sound, Alter? Hörst du ihn, Alter? Oh yeah. Oh yeah. Okay, vielleicht werde ich an Halloween noch das Nook-Bonbon kaufen oder und. Weiß ich. Ich weiß ja nicht mal, was die sollen. Das heißt, 5 für den Anfang. Ist vielleicht cool. Keine Ahnung. Denn jetzt ist es Zeit. Für Halloween. Dam, dam, dam. Ist interessant, ich habe als Kind nie Halloween. Also gefeiert ist vielleicht das falsche Wort, aber. Ich bin nie irgendwie um die Häuser oder irgendwas. Das war, ich habe da nie Bock drauf gehabt. Als Kind. Was ich war, war da einfach nicht so. Ich habe auch nie Süßigkeiten bekommen, deswegen. Weil ich fett war, was? Nein, keine Ahnung. Von wann ist es? Warte. Halloween ist hier von 18 bis 24 Uhr. Das heißt, die Uhrzeit stimmt sogar. Ja. Also ich bin wirklich sehr gespannt, was jetzt passiert. Und ich hoffe, dass meine Frisur nicht verwuschelt ist. Ich hätte null Bock, dass meine Frisur kaputt geht heute. Was ausgerechnet heute. Nur weil ich 10 Tage vorgespult habe. Yes, Glück gehabt, okay. Hallo zusammen.
Jetzt beginnt der große Halloween-Spaß. Oh yeah. Ich gehe als sexy Beast. Was? Die Musik ist interessant. Also ich... Abgesehen davon sind die Bäume jetzt rot, es sieht sogar noch geiler aus. Soll ich mit denen reden? Ich würde mal testweise mit einem oder zwei reden. Warte, ich mache jetzt nochmal. Das wird das Thumbnail. Pass auf, jetzt hier. So, das sieht einfach nur geil aus. Ich kann mich auch so hinstellen. Oder so. Machen wir so. Irgendwas davon wird das neue Thumbnail. Die sieht einfach nur Hammer aus. Okay. Adrian, süßes oder saures? Die Bonbons raus. Ja. Okay. Juhu, das sieht klasse aus. Die Dreck ist mal weggefressen. Ja. Ich weiß, dass ich spitze bin. Ich weiß es. Okay, und ich habe auch irgendwas von einem besonderen Einwohner gelesen. Und ich bin mir halt nicht mehr allzu sicher. Ich lasse das erstmal alles auf mich wirken. Und wenn es dann passiert, sage ich, oh ja, das habe ich gewusst. Weißt du, um hinterher noch irgendwie ein bisschen schlau zu wirken. So, es war ja alles geplant, ja. Das ist genau sowas. Die roten Bäume sehen echt verdammt geil aus. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube ja. Muss man aber nochmal sagen dürfen. Okay, also. Leute, die mir hinterherjagen, wollen nur Süßigkeiten. Das merken wir uns. Scheinbar sind aber überhaupt keine Leute unterwegs. Wie wär's mit einem Mega-Jumpscare? Nein. Also zumindest nicht von meiner Seite aus. Vielleicht haut das Spiel einen raus, aber unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich, okay. Hallo? Ist jemand? Außer Unkraut ist irgendwie nicht so viel gerade. Wo sind die alle? Wo sind die alle? Wo seid ihr, Freunde? Da drüben ist jemand, okay. Ich bin einfach auf der falschen Seite der Stadt. Hier ist irgendwie niemand, ne? Kann es sein, hier ist... Ganz, ganz selten ist immer eine Person. Ja, Tier, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, da... Nee, da ist echt niemand. Geh ganz viel. Morgen ist Flohmarkt. Uiuiui, Hilfe. Ist ja fast uninteressant. Dass ich den tollen Flohmarkt verpasst habe, ne? Schade. Hallo, wo seid ihr? Süßes oder saures? Gib mir euer Geld. Was? Ich glaube, ich habe das falsch verstanden. Kiki, ja. Ich geb... Was passiert denn, wenn ich... Ach so, nee. Ich habe aus Versehen auf A gedrückt. Aber ich will beim nächsten Mal probieren, was passiert, wenn ich es nicht mache. Juhu. Oder was passiert, wenn ich ein leeres Inventar habe? Ich will ein bisschen rumexperimentieren, ne? Neue Erfahrung, das muss man, glaube ich, mal machen dürfen. Okay. Ich kann selbst kaum glauben, dass ich in diesem Aufzug herumlaufe. Beim normalen Ich wäre das peinlich, aber mein Halloween Ich hat unheimlich viel Spaß. Habe ich gerade irgendwo ein Geschenk gehört? Ja, oh. Habe ich wirklich. Okay. Sophie. Dann nimm. Sophie, das ist jetzt richtig blöd. Ich hab nichts. Was? Ich geh jetzt nach Hause und schließ mich im Schrank ein. Okay, was ist gerade passiert? Habe ich Geld verloren? Habe ich irgendwas? Was habe ich verloren? Sieht so aus, als hätte ich gar nichts verloren. Okay. Ja, das ist ein Geschenk, aber das will ich gerade nicht. Ich glaube, es wäre wirklich ein random Item, aber wenn ich nichts habe, dann kann ich auch nichts verlieren. Wir können es mal testen. Wir können es mal kurz testen, warte. Ich liebe es, sowas zu testen. Ich nehme mir mal einfach eine... Ich wollte mir einfach eine Blume nehmen, aber... Die Blume sollte vielleicht nicht sterben dabei, wenn ich sie nehmen will. Hier, sowas. Sowas, okay. Wo ist denn jetzt? Hier war doch noch irgendwer. Irgendwo, irgendwas. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Hier war doch jemand. Kann es sein? Ja. Hallo? Jakob! Ah! Wie hast du meine Verkleidung durchschaut? Ich meine, wie hast du die anderen durchschaut? Jetzt, da du mich gefunden hast, nehme ich an, dass du Bonbons für mich hast.
Nicht wahr, Kürbiskopf? Gerade nicht. Was, ein Brief? Ach, er ist der Prinz von Halloween! Ach nein! Das ist ja interessant. Ah, okay, warte mal. Das heißt... Ne, ich habe die Blumen immer noch. Ich verstehe nicht ganz, was die machen. Ja, danke. Schön, dass mir der Ballon voll durchs Gesicht fliegt. War wichtig. Okay, und das war nämlich das, was ich noch in Erinnerung hatte. Oh, oh, oh. Alle, die nicht Jakob sind, wollen mir an die Wäsche. Ne, wollen meine Bonbons und rennen auch direkt auf mich zu. Und alle anderen... Also Jakob. Alle anderen heißt Jakob. Alle außer Jakob ist Jakob. Ja, also er rennt uns nicht hinterher und daran kann man ihn erkennen. Das hatte ich auch noch in Erinnerung. Okay, die sind jetzt wieder alle aggressiv, echt? Ist ja dumm. Ja. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen in einen reinlaufe. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich meine, das kann ich sowieso nicht mitmachen mit zwei Bonbons. Da hätte ich jeden Tag bei nur vorher einen Bonbon kaufen müssen. Aber... Hallo? Keine Reaktion. Ja, Jakob, okay. Ich glaube, ich kriege irgendwie so ein Halloween-Möbelstück oder irgendwie sowas, aber... Ja, wie sieht's? Ja. Es hätte sowieso keinen Sinn. Einfach weil. Ich hätte nicht mal Platz dafür. Falls meine Möbeltheorie stimmt. Schauen wir mal. Bonbons machen mich schrecklich glücklich. Da wo ich herkomme, gibt's keine Bonbons. Ich sollte dir was zurückgeben. Genau. Kürbissofa. Genau, es wäre die Kürbiskollektion. Richtig, so funktioniert das. Das heißt, ich müsste halt jetzt die ganze Zeit Jakob suchen. 12 Mal, ich bräuchte 12 Bonbons. Und dürfte natürlich keins von meinen Bonbons verlieren. Irgendwer läuft hier rum. Nein. Einmal will ich es noch machen, einfach so. Aber da ich, wie gesagt, weder Platz habe, noch genug Bonbons mir zusammengefarmt habe, ist es... Ich will nicht sagen, witzloses Unternehmen. Witzlos wäre das falsche Wort, aber... Wird es keine volle Möbelsammlungsaktion hier werden. Keine volle Möbelsammelaktion. Irgendwer ist hier. Nee, du bist es nicht. Ah, fuck, Sophie, du Nutte. Scheiße. Okay. Was passiert, wenn ich... Einfach nur mal so... Moment, das ist kein Bonbon, das ist eine Frechheit. Jetzt gibt's Saures. Ich verstehe immer noch nicht, was da passiert. Ich sehe es nicht. Was passiert hier? Was ist meine Strafe? Verliere ich 100 Sterne nicht jedes Mal? Ich weiß es nicht. Ich hätte das echt besser lesen sollen. So kann ich andererseits jetzt drüber rumholen, dass ich keine Ahnung habe. Das ist ja auch irgendwie schön. Ist hier auch was. So, ich höre hier niemanden laufen. Oh, da. Aber ich glaube, Jakob bewegt sich nicht. Wäre es Jakob, würde er sich nicht bewegen, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Hier ist irgendwer. Hallo? Ah, da bist du ja, Junge. Warum kann ich eigentlich schon wieder seinen Text nicht vorspulen? Das ist immer bei den Celebrities. Was vielleicht das falsche Wort ist, aber bei den besonderen Leuten. Oh. Jetzt verstehe ich das erst. Das ist ja witzig. Also weil ich was Falsches abgegeben habe, wurde mein Bonbon automatisch weggenommen und durch einen Schachtelkobold ersetzt. Das ist... Ja. Okay.
Ich werde es nicht vorlesen, weil dieser Reim ist einfach nur schlecht. Also, er ist wirklich, er ist schlecht. Er ist so schlecht, dass ich mir den nicht antun werde. Okay, Kürbissofa. Schachtelkobold. Ich weiß nicht ganz, was ein Schachtelkobold ist oder. Was es sein soll. Auf jeden Fall ja. Also, das wäre eine Halloween-Strategie. Man tut sich die Bonbons einfach in die Briefe, dann können die nicht weggenommen oder automatisch eingetauscht werden. Und sobald man Jakob gefunden hat, holt man sich einen Bonbon raus, gibt's ihm fertig. Das klingt sehr vernünftig. Ich will mir nur kurz schauen, was dieser Schachtelkobold ist. Was soll mir das sagen? Was ist das, liebes Spiel? Sag es mir bitte. Ach, das ist so einer. Ach so, ja, ja. Aber das Kürbis so viel sieht auch extrem geil aus. Da kann ich mega mitarbeiten. Könnte ich, wenn ich... Also, theoretisch könnte ich das. So, ich leg's nur mal ab kurz. Ja, was dieses Flugding von... Dingens von Jakob sollte ich... Aber ist ja geil. Nur weil ich es nicht verstehe, ne, muss ja gar nichts heißen. Was, echt? Hier? So einfach? Ist ja traurig. Das war wirklich einfach, wow. Das war ja gar nichts. Eins möchte ich noch rausfinden. Was? Ich glaube, es ist irgendwas in meinem Inventar, ja. So, ist irgendwas passiert? Schachtelkobold, ne. Okay, ich würde gerne mal kurz bis... Weißt du was, die 23:56 Uhr vorspulen. Weil ich habe von einem Event, eigentlich außer von Angelturnieren oder so, aber da... Das ist wenig spektakulär. Das Ende gesehen von dem Event. Was ist... Was ist da? Was ist zum Beispiel, wenn das Feuer... Ja gut, wenn das Feuerwerk zeitmäßig zu Ende ist, ist es halt zu Ende. Aber was passiert hier? Ich will das wissen. What is happening? Is this the real life? Is this just fantasy? Okay. Sagen wir 23:58 oder 9... Machen wir direkt 58, komm. Ja. Okay. Mal schauen. Halloween ist um 24 Uhr vorbei. Also Mitternacht. Nur mal aus Interesse. Und dann ist schon November. Wir haben Pilze, wir haben Angelturnier, wir haben Flohmarkt, wir haben Herbstfest. Das wird vielleicht ereignisreich. Mal schauen. Vielleicht ziehe ich das übrigens doch nicht alles am Stück durch. Aufnahmemäßig vielleicht. Muss ja auch nicht, ne? Ich fast ein bisschen übernommen. Eieieiei. Wollen wir alle meine Sachen? Einen schönen Schachtelkobold. Nicht ganz. Okay. Ich würde ja angeln oder irgendwas, aber die nerven mich. Mama, die nerven mich. Die mobben mich wieder im Internet. So und nicht anders. Uiuiui. Nee, das ist Jakob. Aber... Hab leider nichts gerade. Abgesehen davon, was ist denn das? Was ist denn das? Hm? Das ist ja ein schönes Sternbild da rechts. Wie heißt das denn? Nein, ehrlich, wie heißt das? Ich weiß es nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich überhaupt wissen will, wie das Ding heißt. Sieht krass hässlich aus. Irgendwas mit Pentagon. Ich habe bestimmt irgendeinen ganz tollen Wortwitz einfallen lassen, wo einfach alle sagen, witzig. Okay, was passiert mit dir um Punkt 24 Uhr? Null. Weißt du, irgendwie 24 Uhr klingt so komisch. Ich meine, es ist richtig, aber null. Mitternacht. Was passiert bei dir um null? 1, 2, 4, 0, Mitternacht. Na komm schon. Tu Sachen. Kann ich dich eigentlich beliebig rumschubsen? Also nicht nur theoretisch, sondern kann ich dich... Ich hätte ihn mal eine Falle schubsen müssen. Auch wenn wahrscheinlich nichts passiert wäre, aber... Sag mal, gesehen, wie enttäuschend es bei Turtle war, beim Bürgermeister. Dieses tolle Turtle-Beta-Testing. So, Halloween ist vorbei. 1.11.
Okay, also ich könnte ihn, weil ich ihn gesehen habe, könnte ich ihn noch einmal, aber... Nein! Aber es ist gar nicht mehr Halloween, du darfst das nicht tun. Ja, und er ist weg. Und damit sollten jetzt aber auch alle anderen weg sein. Weil ich dachte einfach, er verpufft direkt um Mitternacht. Das wäre nochmal ein richtig cooler Effekt gewesen, aber gut. Ja, ja, genau, jetzt kommen sie wieder angeschossen. Ich habe hinterher überlegt. Ich will weg! Verstehe. Weißt du, total Wichser-Antwort. Boah, ich habe echt keinen Bock, ich will wegziehen. Verstehe. Aha. Oder am besten noch Kay. Ah, schön. Ja, das war ein kleiner, aber feiner Einblick in Halloween. Sie wenden sich an, ist schön. Und ist ein ziemlich einfacher Weg, an eine Möbelserie zu kommen, wenn man ein paar Bonbons hat. Und ein bisschen Spaß an Suchen hat, dann ist das... Steht dem Halloween-Spaß, glaube ich, nichts im Wege. Damit kann man arbeiten, glaube ich. Okay. Dann... warte. Ich beende es daheim. In meinem Haus. Und sollte nebenbei mal meine ganzen Items wieder rausholen. Also ich glaube, Items direkt klauen könnte Jakob nicht. Wie gesagt, das hätte ich mich belesen müssen. Steht alles im Animal Crossing Wiki. Wer da mehr wissen will, ist bestimmt irgendwo verlinkt. Ne, wahrscheinlich nicht. Bin ich zu faul für. Kann man, glaube ich, einfach finden, wenn man Animal Crossing Let's Go to the City Wiki. Und dann sollte da... Das ist irgendeine Free Wiki-Seite oder... Keine Ahnung, was weiß ich. Karpfen. Yes! Wusste ich! So ein Karpfen wird's auch geil. Karpfen mit Marmelade. Oder so ein, weißt du, diese Faschingskarpfen mit Vanillefüllung, ne? Oh. Oh, geil. Oh, geht mir nach. Was? Geht's mir wirklich, das ist wirklich. Deliziös. Delikat. Wir können mal eine Französischstunde machen. Also delikat heißt ja lecker, ne? Und das französische Wort delikat heißt nicht lecker, sondern heißt zart. Warum, weiß ich nicht. Also delikat auf Französisch heißt délicieux und nicht delikat. So delikat. Also das T sollte stumm sein. Delikat. Aber ich weiß es nicht. Ich habe leider keine Ahnung. Ich spreche kein Französisch. Na gut, so ein bisschen. Also das hat mich immer irgendwie mehr gestört, als es hätte sollen. Dass delikat nicht delikat heißt, sondern délicieux. Ich weiß nicht. Ich bin einfach nur aggressiv geworden. Bisschen übertrieben, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Hier könnte ich eigentlich auch nicht, sieht... Aber hier sind ein bisschen wenig Bäume. Ah, ich werde mir schon irgendein Thumbnail raussuchen, ist doch egal. Mach mal keinen Stress hier, Mann. Na gut, dann war das die Reise ins Halloweenland. Und ich weiß nicht, ob das zwei oder drei Folgen waren. Muss ich mal schauen, wie ich schneide. Ich weiß es echt nicht. Mal gucken. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs dabei sein. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Oder wenn ich wieder mal eine faule Sau bin, übermorgen. Aber ja, hoffentlich morgen wieder. So, Animal Crossing, Let's Go to the City. Den letzten Folgen. Der November steht an. Oh, 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 ja, der November. Er steht dann mit Pilzen und Angeln und Flohmarkt und Herbstfest und alles. Wird total geil. Mit Blues.